Herzlich willkommen zum Satz. Was passiert ist oder sonst wie? Vielleicht gar nichts. Naja. Der Raum ist hier, dass alles fließen darf. Ja. Mit irgendwelchen Kommentaren oder Geschichten oder Verständnis davon, was es vielleicht ist, sozusagen, da wo unser Verstand irgendwas verstehen kann oder irgendwelche Geschichten hat und das und ohne. Und manchmal ist es angemessen, auch über die Geschichte was zu erzählen oder dafür Worte zu finden, manchmal nicht, weiß ich nicht. Manchmal führen uns die Worte eigentlich dann wieder weg in irgendwelche Ideen darüber. Manchmal auch nicht, keine Ahnung. Aber du weißt ja, es gibt auch den Raum dafür, wenn du beschreiben willst, was du erfährst, ist das auch. Und wenn ich mal so das Gefühl, dass vielleicht die dicke Badekappe weg ist. Also, dass da mal irgendwie ein ganz harter Widerstand war und dass der jetzt eben quasi gegangen ist. Das ist das, was ich merke. Das, was ich gestern war es ja eben so, dass ich, oder es war also, dass ich in den Tagen zuvor war, ging es mir eigentlich ziemlich schlecht, dass ich konnte nicht nur sitzen und konnte nur liegen, konnte nur schlafen, dann war sozusagen brannte irgendwas im Lendenwirbel, dann war es so, dass ich fast aufschreien wollte oder sagen wollte, ich halte es nicht mehr aus, aber ich blieb eben liegen und das ging eben die ganze Zeit weiter und das ging dann eben wieder irgendwann eben ging es nicht mehr zu liegen, dann ging es eben wieder nur zu sitzen, dann ging es eben nur wieder zu liegen und dann gestern war es dann irgendwie so, dass ich dann irgendwie merkte,
Ja, dass da irgendwas gegangen war, beziehungsweise es ist einfach so gewesen, dass mich meine Mutter mal angerufen hat und meine Mutter hat mal gesagt, sie war so stolz auf sich. Sie war so stolz auf sich und wollte von mir wissen, dass sie doch nun in meiner Erziehung und in meinem Leben doch alles richtig gemacht hätte. Und das wollte sie von mir hören. Und ich habe nur gesagt, ich habe keine Zeit. Ich jetzt nicht. Und es war sozusagen natürlich die ganze Zeit, dachte ich, das kann doch wohl nicht wahr sein, die Frau. Ich habe die ganze Zeit, meine Schwester hat 20 Jahre Psychoanalyse gemacht und ich habe früher schwerste Depressionen gehabt und sonst was. Also sozusagen, sie will nur wissen, sie hat alles richtig gemacht. Und ich habe dann schon natürlich, das ist schon längere Zeit her, ich habe schon dann immer da gesessen und habe gedacht, ja, wie kriege ich das hin, dass ich das wirklich hinkriege? Denn wenn ich sie anklage, klage ich mich an. Also sozusagen, es ist ja mal das Spiegelbild. Wenn ich sie sozusagen, so ihr sagen will, du bist falsch, dann bin ich falsch. Also wie kriege ich das hin? Und ich habe das irgendwie immer ein bisschen besser hingekriegt. Und gestern war es dann so, dass ich, gestern war eben dieses Komische und irgendwie habe ich dann, mein Psychiater habe ich dann irgendwie, der ist heute nach Brasilien für 4 Wochen gefahren, weil seine Familie da unbedingt hin wollte und der hat total Schiss davor. Also ich war ja schon mal da und habe ihm dann noch ein paar Worte geschrieben und habe dann auch nochmal sozusagen geschrieben, es ist doch eigentlich komisch, dass diese, oder habe das nochmal thematisiert mit der Mutter und habe eigentlich gesagt, es ist so, dass ich wirklich langsam da bin, dass ich der Mutter eben sozusagen das verzeihen kann, aber eigentlich wäre es doch viel schöner, wenn sie nicht einfach nur wissen will, dass sie sich doch eigentlich davon von mir ziemlich trennt und sagt, ich habe alles richtig gemacht und es interessiert mich gar nicht, wie es dir geht, sondern eigentlich wäre es doch viel schöner, wenn wir uns beide zusammensetzen würden und den Schmerz einfach, den wir beide ja, den sie hat und den ich habe, dass wir das aufarbeiten. Das habe ich sozusagen geschrieben und in dem Moment oder weiß nicht, kurze Zeit später merkte ich, dass eben was anderes ist. Und dann rief er an und fragte mich, wie es mir geht und quatschte mich zu. Und ich merkte nur, also sie redete und redete und redete und redete und ich merkte nur einfach, ich will, dass sie aufhört, aber ich kann nicht, ich bin gelähmt. Ich kann nicht sagen, bitte hör auf, bitte, bitte. Ne? Und in dem Moment, irgendwann wurde es dann so eng, dass es dann Wut kam. Und ich dann nur so aufgelegt habe und dachte, das ist scheiße im Moment, ne, so, und ja, das war so das eine. Und dann bin ich rausgegangen und habe dann realisiert für mich, dass wirklich früher es so war in zu Hause, dass ich, wenn ich was gefragt wurde, meine Eltern oder meine Mutter hat geantwortet und ich musste daneben sitzen und ich musste sozusagen akzeptieren, was die sagen. Auch wenn die natürlich gar nicht das sagten, was wie es mir ging, aber das war eben egal und wenn ich dagegen protestierte, wurde ich verhauen. Und seitdem, und dann ist es so, dass ich irgendwie, ich weiß gar nicht, ein paar Stunden danach oder sowas, hatte ich etwas umgekippt. Also da war, weiß ich nicht, da war der Körper vollkommen schlapp oder ich weiß es nicht, kann es nicht sagen. Es war wirklich einfach so, dass ich mich festhalten musste, dass ich dachte, ich kipp gleich aus dem Latschen, ich kann nicht mehr. Was ist jetzt? Ich meine, jetzt ist gut. Ja. Ich meine, es war ja auch so, dass irgendwie so jetzt im Laufe des Tages oder abends oder sowas dachte ich, ja mein Gott, ist das jetzt alles gut? Geht es mir jetzt gut? Also ich meine, es stört ja nicht mehr so richtig viel. Ich meine, es stört eben natürlich, dass ich sozusagen immer
immer noch irgendwo diesen Widerstand eben habe. Aber irgendwie... Ich finde, das ist bisher einer der klarsten und konkretesten Berichte, die ich von dir gehört habe. Ja, ich habe dir das auch nicht gesagt. Für mich macht das sehr viel Sinn. Ja, also ich finde es inhaltlich wirklich konkret, praktisch, und was ich höre, ist ein Bericht, dass du da durch Erleben gegangen bist. Ja, klar. Ja? Dass du gemerkt hast, da gab es irgendwie dieses Ringen um Vergebung oder Schuld, ja, aber eigentlich gibt es da was Tieferes, da gibt es eigentlich einen Wunsch und ein Bedürfnis danach, dass einfach dieser Schmerz anerkannt wird, dass der gefühlt werden darf. Ja. Und sehr verständlicherweise, sehr natürlicherweise auch der Wunsch, dass auch andere Menschen, wie besonders deine Mutter oder überhaupt vielleicht Menschen, die dir nahestehen, dass die eine Offenheit oder sogar ein Interesse daran hätten, wirklich von dir zu hören und mitzufühlen. Und das, finde ich, sind sehr natürliche menschliche Bedürfnisse. Sie werden leider nicht immer erfüllt. Dann können wir das betrauern. Und manchmal, ja, ist sogar Wut vielleicht eine angemessene Reaktion darauf, ja, wenn über unsere Grenzen geschritten wird. Oder Teil des Gefühlserlebens, was mit auftaucht. Ja, natürlicherweise. Ja, und was ich auch höre aus deinem Bericht, was ich sehr schön finde, ist, dass es da offenbar mehr und mehr die Entdeckung dieser Möglichkeit gibt, lieber als in die Geschichte von Schuldzuschreibung oder Vergebung zu gehen, lieber dich diesem Fühlen zuzuwenden. Und ja, dann gibt es da Schichten von Wut, von Verletztheit, von Verzweiflung, von Hilflosigkeit und Ohnmacht. Ja, und dann ist alles gut. Dann und schon währenddessen, ja, und kann dann umso klarer entdeckt werden, je mehr das alles zugelassen und bewusst erlebt werden kann. Ja, und das ist, ja, und das ist eben so, oder es ist vielleicht auch dieses, was ich jetzt vorhin sagte mit dieser dicken Schicht oder sowas, es ist eben wirklich, ich habe immer noch gedacht oder gemerkt, eben, ich will nicht in die Verletztheit oder Verletzlichkeit, es ist eben irgendwo, ne, ich bin immer noch drüber rum. Ja, und irgendwie habe ich auch gedacht, gut, vielleicht vor? Muss ich eben, warum auch immer, vielleicht muss ich eben irgendwie eben wirklich, naja, sagen wir es mal, wütend werden, obwohl ich meine, wird ja auch nicht mal alleine wütend. Also ich meine, jetzt sage ich, will jetzt wütend werden, aber ich bin es nicht, dann kann ich auch nicht werden. Aber ich merke eben wirklich, dass ich eben auch, sagen wir es mal so, für mich, die Wut auch nicht mehr. Ich meine, früher habe ich ja wirklich, früher habe ich gedacht, oh Gott, was, wenn ich wütend werde, dann dann muss ich ins Gefängnis und die Welt stürzt zusammen oder sonst ein Krams. Und jetzt stelle ich fest, naja, gut, okay, es ist sicherlich nicht toll, wenn ich wütend werde, weil ja auch eben viel Energie da ist, die ja irgendwo mitgeht mit den Worten. Aber sie muss nicht ausagiert werden, nee, sie richtig, muss nicht ja mal ausgespuckt ja werden, auch, aber sie genau. kann voll bewusst gefühlt werden. Genau. Ja. Und dann entdeckst du darunter diese zarteren Schichten sozusagen, die Wut natürlicherweise beschützen will. Ja. Ja, und natürlich umso mehr, je mehr du in deiner Kindheit in frühen prägenden Jahren die Erfahrung gemacht hast, dass verletzliche Gefühle nicht respektiert wurden oder dass Zartheit nicht beschützt wurde. Ja, natürlicherweise ist dann da umso mehr eine Schicht von Abwehr und Wut als vermeintlicher Schutz darüber. Ja, und jetzt inzwischen entdeckst du mehr und mehr, dass du das nicht mal mehr brauchst, sondern dass du das wagen kannst und wie gut dir das bekommt. Einfach in dir, zu dir und dann möglicherweise auch ausgewählten Menschen gegenüber, die gut damit umgehen, auch diese Verletzlichkeit und Zartheit zulassen zu können. Ja, dass auch die Schichten wie heilen können dann darin, wenn diese Kappe abkommt. Und dann, hey, ja, na klar, ich vermute das in jedem Nervensystem und wie gesagt, erst recht in solchen, die so geprägt wurden, ja, die solche frühen Erfahrungen gemacht haben, ist so eine Neigung gibt, irgendwie vor Verletzlichkeit, vor Verletzung erstmal zurückzuschrecken. Ja, und lieber eine Abwehr dagegen zu haben, lieber so eine Schutzkappe drüber. Und doch, ja, stelle ich an dem Punkt immer wieder die Frage, welches ziehst du wirklich vor? Jetzt, wo du bewusst beides erlebt hast, jetzt, wo du bewusst von beidem die Erfahrung kosten kannst, ja, wie das ist mit Abwehr und dieser Kappe und diesem Schutz und wie es ist, wenn Verletzung und Verletzlichkeit zugelassen und gespürt wird. So schmerzhaft, so erschreckend, so hilflos das sein mag. Welches bekommt dir wirklich besser? Natürlich ist die Verletzlichkeit. Ich meine, das ist auch nicht.
Und ich frage das nicht, weil ich nicht glaube, dass du es nicht schon bemerkt hast und weißt, sondern um einfach nochmal ganz bewusst wie diese Aussage zu bekräftigen. Ja, eben einfach, weil das so eine starke Konditionierung ist. Oder vielleicht ein Reflex, der im Nervensystem schon angelegt ist, wer weiß. Ja, und darum finde ich, kann ich das nicht genügend bestärken und verstärken, dieses, hey, eigentlich ist die Wahrheit andersrum. Eigentlich, wenn wir es bewusst erleben, lieben wir viel mehr, diese Verletzlichkeit zuzulassen und zu erleben. Und ist das viel wohltuender als all der vermeintliche Schutz. Es ist nur, also bei mir ist immer noch die, da ist eben, also das, naja gut, es ist eben wirklich einfach so, dass ich bin ja, also Wut oder sowas ist, kenne ich eben sozusagen aus der Kindheit, ne, so, da weiß ich, dass ich wütend war und dass ich immer dafür eben ja geschlagen wurde oder sowas und dass ich nicht sein durfte und dass es hieß, ich mache meine Mutter damit krank oder na, so, also oder sie stirbt dadurch oder sonst was. Und insofern ist natürlich immer jetzt, also jetzt, ich wie gesagt, ich habe das ja schon, habe die Wut ja schon als was Natürliches. Für mich schon identifiziert oder zumindest anerkannt oder kann damit auch wesentlich besser umgehen oder kann sagen, ja, es ist gut, schön, dass die Wut da ist. Aber es ist trotzdem immer noch dieses Ding, ich könnte damit so viel zerstören, ich könnte damit so viel kaputt machen, ich könnte damit sonst was machen, obwohl ich eigentlich wiederum, das ist so dieses Ding, wo ich dann denke, ja mein Gott, schnallst du irgendwas nicht? Wo ich irgendwo das, gleich wieder das Gefühl, andererseits das Gefühl habe, eigentlich ist alles gut. Ich weiß es nicht. Also irgendwie ist da so ein, manchmal denke ich, ist da vielleicht zu viel Liebe da, die mir einfach zugradiert. Also eigentlich ist alles gut, du kannst ja gar nichts kaputt machen, aber ich kann natürlich kaputt machen. Also das ist so ein bisschen bei mir, wo ich denke, also irgendwas schnalle ich vielleicht nicht. Ich meine, da ist so eine Art, alles ist okay, alles ist gut, alles ist wohlig, alles ist schön, ja, so. Ja. Und trotzdem haue ich dann rein oder sonst was oder irgendwas schnalle ich nicht. Oder irgendwas habe ich nicht kapiert oder sonst was und kriege eine Reaktion, wo ich denke, hä? Und was, wenn dieses Gutsein und diese Liebe das einschließen könnte und das Potenzial dafür hätte, genau das, was du dir eigentlich schon wünschst, ja, dass ja, diese natürlich. Betroffenheit zugelassen werden kann, dass der Schmerz anerkannt werden kann von, hey, ja, das ist, was passiert auf dieser Welt, wir machen Sachen kaputt. Ob wir es wollen oder nicht. Ich kann das aber noch nicht fühlen, das ist das Ding. Also ich meine, das ist so, oder habe ich zumindest das Gefühl, dass ich da irgendwo immer noch, dass ich, also ich meine, ich komme ja immer weiter dahin, aber dass ich eben wirklich da irgendwo gefühllos eben bin oder, keine Ahnung, eben verhärtet ist oder das Panzer so? Oder sonst was. Das glaube ich nicht, Wolfgang, das glaube ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass du da sehr wohl ein Gefühl dafür hast. Dein ganzer Bericht hier ist ja, aufgeladen von Gefühlen. Natürlich, jetzt, aber ich meine Tage jetzt zuvor. Also ich meine, und da war jetzt, ich nicht dabei, das nein. Weiß ich nicht, aber ich kann es mir kaum vorstellen, dass du es da wirklich nicht merkst. So wie ich dich erlebe, ist da sehr viel Gefühl. Ja, natürlich, ja. Es bricht immer mehr auf, sagen wir es mal so. Es bricht wirklich immer mehr auf. Ja, so, und du kannst es immer mehr wagen und dir erlauben zu fühlen und Vertrauen dazu fassen. Ja, das mag ja sein, dass du das früher nicht gelernt hast sozusagen oder es dir sogar aberzogen wurde, ja, aus der Angst derjenigen, die mit dir zu tun hatten vor diesen Gefühlen möglicherweise. Was wissen wir? Auch da waren wir nicht dabei und stecken wir nicht drin, aber wäre sehr gut vorstellbar, ja, oder würde für mich sehr viel Sinn machen, das so zu betrachten. Aber jetzt, in den letzten Jahren, ja, erlaubst du dir mehr und mehr, dich wieder ranzutasten oder das zu öffnen und zu merken, so, okay, das geht, du kannst dir erlauben zu fühlen. Und das ist tatsächlich eher das Heilsamere als alles andere. Da wird es tatsächlich friedlicher, da wird eher weniger kaputt gemacht, je mehr du dir erlaubst, mit dem Fühlen in Kontakt zu sein. Und ich meine, das hatten wir gestern ja auch, es gibt eine Art von Ungeduld mit der eigenen Entwicklung. Ja? Ja. Ah, ich will da schneller durch oder jetzt kommt das nochmal, die Welle oder so. Ja? Auch das gehört mit dazu. Ja, und auch da darfst du in gewisser Weise sogar wütend auf dich selbst sein, allerdings ohne
wenn es geht, ohne das auszuagieren. Selbst gegen dich selber nicht auszuagieren. Wie ist es, nehmen wir mal an, du bist da und du merkst, oh, jetzt bin ich da, ich kann auch nicht richtig fühlen oder so. Ja? Wie wenn du diese Situation nehmen würdest und sagst, ich kann auch nicht richtig fühlen und darauf bin ich wütend und darüber ist Wut hier und das, es darf hier sein. Ja? Dann kannst du sogar das wie neugierig sein, wie fühlt sich das an, mit mir selbst ungeduldig zu sein. Und gibt's ist das schmerzhaft da, oder ist das Wut oder was ist da? Ja. Gibt es auch da möglicherweise dann tiefere Schichten? Ja? Gerade wenn die Wut gefühlt werden darf, können dann auch tiefere Schichten fühlbar werden, von wie weh das eigentlich tut. Ja. Und sowohl die gute Absicht selbst dieser Wut, die eigentlich dieses Verletzliche beschützen will, ja, und der Schmerz darüber, dass sie es eigentlich nur noch weiter verletzt. Beides. Danke. Ja, danke auch. Was du ja vorhin sagtest, oder es ist so, dass ich eben mich ja früher nie getraut habe, zu sagen. Weil eben es immer, also ich meine, es ist wirklich eben. Klingt, als ob das sehr verständlich da ist, so, ist auf ist, dem Hintergrund. Und ich bin auch dadurch so viele komische Schichten oder sonst was, eben jetzt wirklich in den letzten Tagen. Also ich meine, ich habe es ja immer nur gemerkt, hinlegen, also immer dieses. Dieser Laser, der sozusagen das eben auf den Lendenwirbel drauf also gehalten worden ist, wie viel da eben sozusagen weggemacht worden ist, damit das raus konnte jetzt. Aber es war eben die ganze Zeit, dass ich eben nicht sagen durfte oder das alles, es ist eben, ich habe für mich immer das Gefühl, dass alles bei mir verboten ist, aber klar, ich meine, ich verbiete es mir selber, nur ich komme in diesem Stein, in dieser Steinwüste nicht sozusagen, kann ich sie zweimal klopfen und komme trotzdem, also kam ja trotzdem nicht ran, jetzt komme ich ja langsam ran. Ja. Das ist eben das Ding. Also ich meine, wenn alles sozusagen das Dumme ist, wenn alles verboten ist, schnallt man auch nicht, was verboten ist. Das ist ja auch noch eben das Ding. Okay. Na, also ich meine, das ist ja sozusagen, alles ist verboten, du kannst dich, eigentlich darfst du gar nichts sein, du darfst kein Geld, du darfst nichts kosten, du darfst nichts, alles sonst was. Und es ist wirklich immer, bei mir immer nur das Gefühl da. Okay, und du kannst da hinschauen, du kannst da hinschauen, das ist eine berechtigte Reflexion der Vergangenheit, ja? Ja, und du kannst darauf schauen, wo hast du dir, erlaubst du dir schon selbst wirklich auch zu fühlen und zu sein, so wie du bist, ja, ist beides okay, ja, es braucht Achtung für den, für diese Unterdrückung, ja, und es braucht Achtsamkeit für die Momente, wo du, und da gibt es viele, und da gibt es sehr viele, die, wo du schon dir selbst das geöffnet hast, dir selbst die Erlaubnis gegeben hast, ja. Und es ist eben wirklich dieses, also was ich ja nur wirklich merke, der Unterschied zwischen gestern und vorgestern, weil ich da ja noch stumm war und jetzt was sage, ne, so. Und es ist eben wirklich so, dass ich jetzt, ja, klar, jetzt kann ich einfach sagen, aber vorher war es eben wirklich, gut, darf das nicht aussprechen, ich darf sonst was nicht, sonst wie. Dann kannst du es jetzt sagen. So, also lass uns das mal ein bisschen mehr einfach hochhalten, als wie, gestern ist gestern, okay, ja, und das natürlich ist auch, ja. Und jetzt kannst du es sagen, jetzt kannst du es fühlen, jetzt hast du dich mitgeteilt und bist authentisch hier. Wunderbar. Ja. Und so ein bisschen noch eine kleine. Aber ich verstehe auch, dass es da vielleicht sowas gibt, wie dass dieser Wolfgang aus der Vergangenheit sozusagen, dass der wie noch einen Nachholbedarf hat, auch noch gesehen und gehört und gefühlt und wertgeschätzt zu werden, dass der wie sozusagen wie einen Nachholbedarf hat oder rückwirkend. Den sehe ich ja immer wieder trotzdem. Ja. Also ich meine, ich höre es so, dass du den gerade auch hierher bringst, indem natürlich. Du über das Vergangene erzählst. Es ist einfach so, dass ich, dass dieses, was ich jetzt oder so wie ich jetzt bin, ist einfach vollkommen neu. Ich meine, keine Ahnung, also ob ich überhaupt mal so war. Also ich meine, natürlich sei als Kind, aber natürlich daher ganz anders, ne? Nur. Ja. Und insofern ist es so, dass ich es ja nur vergleichen kann mit dem, was vorher gewesen ist. Also sozusagen, das ist ja die Normalität gewesen, sozusagen. Ja. Und dann gibt es auch Momente, wo du dir erlauben kannst, nicht mal zu vergleichen, sondern einfach nur neu und frisch hier zu sein und das zu genießen,
was schon hier und jetzt möglich ist. Und tatsächlich dann, sobald es soweit ist und gut ist oder immer wieder, immer mehr dir auch zu erlauben, die Vergangenheit mit Respekt ruhen zu lassen und jetzt zu wässern, zu nähren, zu schätzen, zu genießen, was jetzt möglich ist. Die Freiheit, die Erlaubnis, das Zarte, das Liebevolle, Friedvolle, was jetzt möglich ist. Einschließlich dessen, wenn Wut auftaucht, ja, dass auch die hier erlebt werden darf. Das ist noch eine Kleinigkeit, die es ist nur ein kleiner Faden, aber weil du ja auch so viel, deine Entwicklung so viel über das Vergeben passiert ist, ja, wie du es mir mal erzählt hast, und es offensichtlich sehr gute Auswirkungen hat. Ja. Aber manchmal gibt es halt eben gerade diese Wellen von Wut, die müssen auch mit erlebt werden und die brauchen auch, ja, da kann man manchmal nicht einfach vergeben, sozusagen, bevor nicht die Wut auch erstmal ihren Raum hat. Und Vergebung, und das kennst du vermutlich auch, passiert dann auch von alleine. Gerade wenn durch diese Schichtung von Wut und Verzweiflung und Schmerz, wenn wir unten ankommen, ist Vergebung dann auch wieder natürlich. Ja. Und manchmal ist es so, gerade so, wenn Leute so viel auch Erfahrung haben mit Vergebung, weil das manchmal ja auch so schön funktioniert, dann denken sie, oh, ich bin wütend und das heißt, damit ist irgendwas falsch und ich muss sofort vergeben. Ja? Da ist eher die Einladung, wie wäre es, wenn das alles okay ist, wenn es auch die Wut auf die Eltern auch erstmal okay ist. Da dann, gilt dann, was neulich eine Frage war, ja, es ist nicht empfohlen, das zu überspringen, ja? Nein, diese Schichten. Das habe ich aber auch, in den Jahren so früher schon gut gemacht. So ist es ja noch nicht. Also es ist ja jetzt nicht so, ja, ich mein, dass ich jetzt einfach rangehe und sage, ja Mutti, ne, klar, du ja, bist gut. Die Beste gewesen. Ne? Gut, also, dass du das nicht nee, das meine ich auch nicht. Dann. Aber ja, einfach, so. Einfach diese, aber es ist für schon, diese Welle von Wut, ja. Die mit dabei sein kann, einfach auch, das ohne gleich vergeben zu müssen. Und dass du da derjenige sein kannst, weißt du, selbst wenn es alle anderen nicht machen, selbst wenn es die dir jetzt nahestehen, mal nicht machen, aber du kannst derjenige sein, der da mitfühlend ist mit deinen eigenen Gefühlen und ja, wirklich daran interessiert ist, dir zu erlauben zu fühlen, was du gerade fühlst. Ja. Und ich meine, das, was du sagst, ist, Thorsten, ist auch richtig, oder bei mir ist es, ich meine, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an, vielleicht ist es ja auch vollkommen übertrieben, keine Ahnung. Aber es ist für mich, dass ich immer gedacht habe, okay, wenn irgendwas auftaucht, okay, dann liebe ich das eben. Dann liebe ich das eben weg. Dann taucht es. Dann verstehst du, dann ist dieses weg. Ja, es ist weg. Aber macht ja dann auch nichts mehr. Ne? So. Und das funktioniert komischerweise gut. Nur langsam ist es eben wirklich so, dass ich dann denke, nee, aber muss ich nicht. Geht auch so, beziehungsweise es will gar nicht mehr. Gut. Also es will gar nicht mehr sozusagen geliebt, also sozusagen diesen Gedankengang oder dieses kommt gar nicht mehr auf, sozusagen, als Möglichkeit. Stimmt, du kannst auch von alleine weggehen, ohne dass du das weglieben musst. Genau. Und das ist auch Liebe. Ja, genau, sonst wird das auch Liebe, genau. Okay. Ja, schön, dass du es mitgeteilt hast und dich ja, auch gesprochen hast. Ja. Und wie schön, dass dann auch die Liebe und die Offenheit durchleuchten kann, auch beim Leben, was offensichtlich ganz viel Leid und Belastung und Einschränkung erfahren hat. Ja. Oder jedenfalls hast du es so wahrgenommen und es scheint ja auch, ja, egal, ob das eine objektive Wahrheit ist oder nicht, aber es ist, ja. Und wie schön, ja. Woanders sehen wir, wie oft sehen wir, wenn da so Verletzung passiert ist, wie dann einfach nur weiter wieder Gegenangriff ist und weitere Schuldvorwürfe und so weiter. Wie schön, wenn sich das so lösen darf. Wenn da die Bereitwilligkeit ist, dass du das erlöst und heilst, ja, indem du derjenige bist, zuerst, selbst wenn es alle anderen nicht schaffen, aber dass du die Kapazität hast und bereitwillig bist, das zu fühlen. Diese Verletztheit, den Schmerz, was auch immer, die Verzweiflung, die Hilflosigkeit. Und das ist, wie es erlöst wird. Eher als dass es weiter abgewehrt, abreagiert und weitergegeben werden muss an dich selbst und andere.
Aber du hast den letzten Satz, also wo ich bei dir war, meinst du die beiden Begriffe Schuld und Verantwortung so gegenübergestellt oder so, ja, miteinander verbunden. Irgendwie bin ich aus dem Kopf gegangen. Ja, hat mich auch lange beschäftigt. Hat mich auch lange ja, beschäftigt. Ich fand das super, super spannend, diese beiden. Ich habe mal gar nicht auf dem Gefühl, was diese Begriffe sozusagen gegen. Ja, da scheint es oft Verwirrung und Verwechslung zu geben, ja. Oder dass die auf unheilvolle Weise irgendwie verquickt werden. Hast du da Lust, was zu sagen? Unbändige. Warte, lass mich ausholen. Nee, was möchtest du darüber hören? Was wäre für dich nützlich oder interessant daran? Also ich hatte mal wieder so eine kleine Begegnung mit einer Ex-Frau, mit der ich mal zusammen war und habe auch gemerkt, wie schnell bei mir das Thema Schuld eigentlich als ein diffuses Gefühl, oder Schuld ist vielleicht überhaupt eine Zusammenkunft von vielen verschiedenen Gefühlen, würde ich mal sagen, was so als und Schuld Gedanken. Hat. Und Gedanken, sowas irgendwie so erstmal was sehr diffuses deswegen, glaube ich, auch ist. Und, das stimmt. Allein das kann nützlich sein, das mal genauer zu untersuchen, was da eigentlich alles drinsteckt, ja. Woraus das besteht. Und ist mir irgendwie auch aufgefallen, dass ja, also in vielen Bereichen des Lebens, glaube ich, Schuld irgendwie eine Rolle spielt, auf jeden Fall. Spielt mir auch eine Rolle, wenn ich durch Berlin gehe oder sowas. Und also ich fühle mich irgendwie auch noch schuldig für die Verbrechen der Vorväter. Das ist das Stichwort so auf jeden Fall. Das kann ich mittlerweile auch viel klarer und also mehr zulassen auch so. Dass ich auch immer merke, da gibt es echt ein Schuldgefühl immer noch. So, das ist von, was einfach erstmal da ist, dieses Diffuse. Und ja, ich finde das aber spannend, Schuld und Verantwortung. Also ich dachte, also was ich erzähle jetzt mal, was ich denke, was mich aufgefallen ist. Dass Verantwortung, habe ich das Gefühl, ist eine positive Auseinandersetzung mit etwas. Und Schuld hat vielleicht und ist vielleicht auch aktiver besetzt, würde ich sagen, Verantwortung. Und Schuld, würde ich sagen, ist passiver und er ist einfach passiver und lässt einen vielleicht nicht ins Handeln kommen. Weiß ich nicht, das sind so Sachen, die mir jetzt ad hoc einfallen. Ich glaube, ich hatte auch noch ein paar andere Gedanken, aber die sind jetzt wieder jetzt nicht aktiv. Fallen mir jetzt nicht alle dazu. Ja, macht für mich sehr Sinn oder ist in Resonanz mit dem, was ich auch dazu gefunden habe, so in den Jahren, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe und was ich so miterlebe auch in anderen. Dass das sehr oft so zu wirken scheint, ja, dass Schuld eher sowas als negativ empfundenes, belastendes, schweres bis lähmendes hat, was oft auch eher so eine Komponente von Vermeidung hat, ja, von, also zum einen, dass wir es vermeiden wollen, dass wir nicht schuldig sein wollen und uns nicht schuld fühlen wollen und dann gibt es ganz oft tragischerweise genau so ein Abwehr-Ping-Pong von nein, du bist schuld, damit ich bloß nicht schuld bin, ja, oder dann den Schuldigen zu finden und zu bestrafen, was in aller Regel beides eine Vermeidung dessen ist, was, wie wir gerade auch so deutlich gehört haben, eigentlich das tiefere Bedürfnis ist, wirklich, dass der Schmerz anerkannt wird, dass der Schmerz gefühlt wird, der verursacht wurde. Wenn wir es überhaupt so betrachten wollen, natürlich können wir immer auch dieses kausale Modell in Frage stellen, ja. Ob irgendwas Schuld ist, allein im Sinne von irgendwas verursacht oder auch nur ausgelöst hat. Ja, aber selbst wenn wir das mal gerade außer Frage lassen und das so betrachten, wie ja, okay, vielleicht kommt das vor in unserem Leben, dass entweder jemand uns verletzt oder wir jemand verletzen. Ja, wie, wohin führt das? Wofür ist das nützlich, dann zu sagen, wer schuld ist? Was in aller Regel sehr schnell gefolgt wird von wer dann dafür bestraft werden sollte, ja, macht das irgendwas besser oder eher schlimmer?
Eine andere Möglichkeit ist genau da, diese Betroffenheit, diesen Schmerz zuzulassen. Und das, finde ich, geht schon dann eher in Richtung von Verantwortung übernehmen, von wow, okay, da habe ich vielleicht was getan oder gesagt, ja, oder da hat jemand was getan oder gesagt oder gelassen, was einen Schmerz ausgelöst hat. Und kann der gefühlt werden und kann eine Betroffenheit darüber gefühlt werden? Und wohin führt das? Ja? In aller Regel würde ich behaupten, ist das, was das heilsamere, friedenstiftendere Potenzial hat. Was befriedigender ist auch, auch für denjenigen, der verletzt wurde, sowohl als auch für den, der verletzt hat. Und das ist gegen ganz viele Konditionierungen, ja? Weil gegen das Modell, was wir in unserer Welt operieren sehen. Es muss doch einen Schuldigen geben. Überall, ja? Das Flugzeug ist abgestürzt, dran, Leute sind, jetzt muss es einen Schuldigen geben. Und der muss bestraft werden. Und da muss bestraft werden. Und da müssen wir sofort handeln. Da müssen wir was machen. So. Und da einfach innezuhalten und wirklich Betroffenheit sozusagen auf der Täterseite, wenn es dann irgendeine Art von Täterseite gibt, Betroffenheit zu spüren, das ist eigentlich nur auch nur Schmerz. Das ist der Schmerz auf der Täterseite, auf der vermeintlichen Täterseite. Ja? Hm. Und der Schmerz auf der Opferseite ist einfach diese Hilflosigkeit. Ja. Und das ist genau das, was in der Regel vermieden werden soll, ja, was wir gerade so schön gehört haben, wie dieses unter der Wut, die durchaus ja da sein kann, ist eigentlich so eine Verletztheit, Verletzlichkeit bis hin zu dieser Hilflosigkeit, die wir alle eigentlich wahrscheinlich gelernt haben, bloß nicht zuzulassen. In dieser Grundannahme oder diesem Glauben, dass wenn wir Verletztheit, Verletzlichkeit, Hilflosigkeit zulassen, ja, dann würden die ja mit uns machen, was sie wollen. Das können wir nicht. Also jetzt müssen wir uns aber wehren. Ja, und den Schuldigen bestrafen. Wir machen immer wieder die Erfahrung, ja, wie du ja sicherlich auch schon mehrfach, wenn wir uns darauf einlassen, dass es da ein anderes Potenzial gibt, eine andere Möglichkeit, wo wirklich eine Lösung und wirklich Heilung und Frieden gefunden werden kann. Gerade in der Bereitwilligkeit auch diese Verletzlichkeit und Hilflosigkeit zu wagen und zuzulassen. Oder dass sogar erst dann Frieden und Verantwortung möglich ist. Und da verschwinden eigentlich alle Schuldgedanken danach. Ja, oder da, die machen da nicht mal mehr Sinn. Ja. Dann macht das Konzept von Schuld überhaupt keinen Sinn. Und es ist dann auch wieder eine Art von Art weiter Wahrheit, ja, weil es niemanden gibt, der diese einfache Art und Weise an Ich, dass irgendjemand anderem was antut. Ja. Oder das ein Sein, das sich höchstens selbst was antut. Oder ja. Weil wir sogar wirklich in dem Zulassen des direkten Erlebens echt selbst emotional, körperlich, ganzheitlich erfahren können, dass es wirklich im Endeffekt ein Geschenk ist und eine Bereicherung. Ja, dass selbst diese Verletzung, wenn wir sie dann wirklich auf die Weise erleben und zulassen, uns in eine Kostbarkeit von einer Tiefe führt, wo diese Verbindung wirklich auch direkt erlebt wird. Nicht mal Verbindung, sondern eins Sein. Ja, wo, wenn tatsächlich Täter und Opfer bereitwillig sind, Verantwortung zu übernehmen und jeweils für sich selbst diesen Schmerz der Verletzung oder Verletztheit, ja, von Betroffenheit zuzulassen, dass es da keine Trennung mehr gibt im Endeffekt. Dass das ein Feld des Fühlens ist. Das ist mal mit Verantwortung nicht gemeint, sondern aktives jetzt, in Verantwortung steckt ja auch so Handeln drin. Ne? Wenn es daraus kommt, wundervoll. Ja. Ja, aber natürlich kann es auch da, und je nachdem, hey, ja, wenn wir Worte sprechen, sind es immer relativ willkürliche Begriffsdefinitionen auch, ja, je nachdem, wie wir sie ansetzen. Aber ich würde gerade mal vorschlagen, wenn wir jetzt drüber sprechen, wie wäre es auch da zu schauen, ob nicht möglicherweise das oft so ein verzerrtes Konzept von Verantwortung gibt, von, oh, ich müsste verantwortlich sein, das heißt, ich bin hier dafür zuständig, dass das so und so passiert, damit es richtig passiert, damit bloß nicht das Falsche passiert. Mhm. Und das wird ganz schnell so ein mentaler, emotionaler Stress, der eigentlich auch wieder daraus entsteht, dass wir von dieser Schicht von Abwehr abprallen. Ja, weil wir eben nicht diese tiefere Verletztheit, Verletzlichkeit, Hilflosigkeit eigentlich nicht wissen zulassen wollen. Dass wir eigentlich keine Ahnung haben, was das Richtige ist und wie es gehen soll, geschweige denn, wie ich das machen soll oder ob es mich überhaupt gibt als diesen Handelnden. Ja, Schuld fühlt sich ja erst. Aber je mehr auch da das zugelassen werden kann und in dem Sinne Verantwortung übernommen werden kann, erstmal für mein Fühlen und mein Hierbleiben und mein mich dem Öffnen und Nachspüren,
Ja, und im Endeffekt wirklich in letzter Konsequenz auch wiederum dieses Wer oder was ist da eigentlich? Wer das fühlt oder wer dann handelt, ja, dann kann von da aus auf erstaunliche Weise sehr konstruktiv verantwortliches Handeln geschehen. Im Sinne von den richtigen Antworten, die dann kommen. Ja. Eine Fähigkeit, wirklich flexibel und mitfühlend zu antworten auf das, was das Leben gerade an Herausforderungen stellt. Und dann kommen die Antworten nicht aus Schuldvorwürfen, die kommen von einer tieferen Ebene her. Und nicht aus einer Abwehr, nicht aus diesem Ich, was sich schützen muss. Ja, danke auch. Kleiner, eher abstrakter Vortrag, aber letztendlich man vielleicht auch lebendig in einigen Anflügen sozusagen von dem, was ihr dann assoziiert. War das zu abstrakt? Manchmal gibt es vielleicht so kleine. Und ich meine, wenn es da Bedarf gibt, können wir ja auch schauen, ob es konkreter gefüllt werden will. Wie? Was auch immer. Also ich kenne das Thema auch sehr gut und also stimme mit diesem Theoretischen total überein. Das ist ja eine Form von Kontrolle. Also das, die Idee, ich könnte etwas kontrollieren, Schuld, wenn ich die auf mich nehme, ist ja, also für mich das Gefühl, ich mache irgendwas und ich hätte es anders machen können. Das stimmt, das ist auch Teil des Schuldkonzepts, dass wenn wir uns selbst schuldig fühlen, immer noch denken, wir könnten es ändern. Was es auch darin eigentlich gibt, sich schuldig zu fühlen. Und ich kenne das gut, selbst in sowas, wenn ich das höre und erinnere das auch als Kind, dass ich mich sofort irgendwie auch zuständig gefühlt habe und wahrscheinlich, weil ich es auch nicht aushalten konnte, den Schmerz mitzukriegen bei jemand anderem auch. Und dann setzt bei mir eine Form von Schuld schon ein und eine Form von Zuständigkeit für den anderen. Und da würde ich gerne mal fragen, wie ich damit umgehen kann. Also, weil ich sofort mich zuständig fühle. Sofort, Was den könnte Schmerz nehmen wollen würde, sozusagen. Was könnte es sein, in deiner Erfahrung, was damit abgewehrt würde, mit genau so einer Reaktion von mich sofort schuldig und zuständig fühlen? Wie könnte das eine Abwehr sein und wovon? Na, von der Liebe auf einmal, Liebe für den anderen. Und willst du die Abwehr? Den Schmerz natürlich. Den Schmerz, den Schmerz darüber. Den Schmerz einfach zu fühlen, ohne irgendwas damit zu machen oder vielleicht sogar ohne irgendwas damit machen zu können. Und eben, was auch die ganze Zeit beschrieben worden ist, dieses, ich kann eigentlich nicht wirklich was machen. Das stimmt. Ich bin dem eigentlich, mir selbst und dem anderen, ich kann nichts tun. Ja. Und das, glaube ich, ist der Teil, der dann wieder Schmerz macht. Auch in einer gewissen Weise oder nicht Schmerz. Du meinst diese Abwehr? Oder was genau macht da den Schmerz, welcher Teil? Ist, glaube ich, eine Verzweiflung darüber, dass das so ist. Und auch da wieder, welches ziehst du wirklich vor? Diese Verzweiflung, die Hilflosigkeit, den Schmerz, die Liebe zu fühlen oder in die Abwehr von Schuld und Zuständigkeit zu gehen? Natürlich das eine, aber passieren tut das andere. Also ist das die Schuld, dass ich mich sofort schuldig fühle und zuständig. Ja, aber ich meine nicht nur mental, sondern im Erleben, im gefühlten Erleben. Welches bevorzugst du? Welches? Dass ich mich jemals dem wirklich gestellt habe, ehrlich gesagt, so dass ich das beurteilen könnte. Ja, dann könntest du. Ja, wirklich. Ja, in kleinen Momenten oder in kleinen Happen vielleicht, um mich wirklich dem auszusetzen, dem Leiden, was es gibt. Also das finde ich schon. Auch in der Sichtweise, dass ich weiß, ich gar nicht weiß, wohin es führt oder wofür es gut ist, finde ich, kommt mir groß vor. Wie gesagt. Und das so zu lassen und mich anzufassen. Ja, dann. Ja. Und mir das auch zu erlauben, andererseits. Ja. Das kommt ja auch noch. Ja, dazu. Das scheint wie ein Riesenwagnis. Mhm. Ja.
Und doch würde ich sagen, für unsere Zwecke hier zumindest, wenn nicht überhaupt, wie wäre es einfach gerade mal zu sagen, so okay, diese bisschen, diese kleinen Schritte, die du davon gekostet hast, was, wenn wir selbst die erstmal als Kostprobe gelten lassen, um da hineinzuspüren? Welches ziehst du vor? In welche Richtung willst du lieber weitergehen? Ja, natürlich. Und mag sein, dass es da noch mehr und noch größer und Herausforderungen gibt, wo möglicherweise sogar immer wieder die Frage auftaucht, wie, wow, kann ich das? Kann ich das aushalten? Kann ich das wagen? Ja. Und je klarer du damit bist, wohin dich schon diese kleinen Kostproben führen und wohin das andere, die Abwehr, dann kann das deine Entscheidung mit informieren. Ja, ob du es wagen willst, selbst wenn du nicht weißt, ob du es kannst. Wie macht ihr das denn? Ihr seid ja permanent konfrontiert mit dem, ja, das ist vielleicht eine naive Frage. Auch nicht permanent, aber... Mhm. Und es gibt durchaus diese quasi reflexartigen alten Reaktionsmuster, die sich manchmal immer noch anbieten, wenn was zu doll und zu groß und zu heftig und zu schmerzhaft scheint. Und was weiß ich, vielleicht gibt es auch Situationen und Herausforderungen, die zu groß sind und der alte Abwehrreflex zuschnappt. Aber in meiner Beobachtung meistens, soweit ich das jetzt sehen kann, scheint es eher sowas zu geben wie, ja, das bietet sich an, es gibt vielleicht sogar so ein erstes Zucken und dann aber einfach immer mehr Klarheit. Nein, ich ziehe das andere vor. Selbst wenn es so scheint wie, das könnte mich verschlucken oder auslöschen oder, ja, und ich habe wahrscheinlich auch einfach das Glück inzwischen, dass ich oft genug die Erfahrung gemacht habe, mich lieber so zu entscheiden und wirklich gute Erfahrungen damit zu machen, so platt gesagt, ja, dass es dann ist wie, okay, dann lieber das wagen, da ins Unbekannte zu tauchen, auf die Gefahr hin, dass es mich vernichten könnte, lieber als... dieser scheinbar vertrauten, bekannten Abwehr zu folgen, die einfach nur weitere Hölle erschafft. Dann kehrt es zu so einer Unschuld zurück, sozusagen, wenn man das mal so nennen darf, wenn man überhaupt in den Begriffen agiert. Ja, und überhaupt der Offenheit und Möglichkeit, es herauszufinden. Und darin, in meiner Erfahrung, erweist es sich als vertrauenswürdig, als sehr viel vertrauenswürdiger als die vertraute alte Abwehr. Und ich meine, gerade mit dieser automatischen Zuständigkeit, ja, die dann so auftaucht. Und ich meine, das haben wir ja auch schon, kennst du ja auch schon als Experiment. Diese Bewegung, diese inneren Bewegungen, diese Hinbewegung, Wegbewegung oder Gegenbewegung, ja, das kann ein gutes Signal sein, wenn du merkst, Zuständigkeit ist vermutlich bei dir gleich so eine, dann so eine Hinbewegung, wie, ah ja, da muss ich helfen, wenn ich sehe Leiden. Ja. So, ja. Und da einfach erstmal zu merken, okay, die ist da, ja. Und wie wäre es, wenn die Hinbewegung einfach mal wie dich einlädt, dich zurückzulehnen, ja, und zu schauen, ah ja, da ist Schmerz und da ist Schmerz in mir, Hilflosigkeit. Und wie ist es, mich eher zurückzulehnen als hinzugehen, ja, als Experiment. Manchmal ist es absolut wichtig, irgendwo hinzugehen, klar. Aber wenn es jetzt die Neigung ist, vielleicht nur einen Moment von hingehen, ach ja, ich könnte mich auch zurücklehnen. Und ich könnte auch erstmal meine Hilflosigkeit angesichts des Schmerzes oder des Weltschmerzes auch erstmal so fühlen, wie sie gerade sah, ist, oder die Verzweiflung. Und dann wird es oft klarer, wo es dann das natürliche Hingehen wirklich natürlich ist oder wo es einfach aus dem Automatismus gekommen ist. Und ja, auch, also das ist für mich durchaus auch eine Art von Tendenz, die ich sehen kann. Bei mir ist es vielleicht auch manchmal eher so weg oder gegen, ja. Aber alle diese Bewegungen zu bemerken und ja, in gewisser Weise zuständig für dich selbst zu sein, in dir selbst zu stehen, dann, das kann immer feiner entdeckt werden. Du hast davon schon viele Momente entdeckt und trotzdem, gerade im sozialen Kontext, ist es dann wirklich eine Herausforderung. Oder auch gerade mal so als Beispiel, wenn Wolfgang vorhin so emotional bewegt ist, natürlich ist da auch, merke ich auch in mir, so wie, oh ja, okay, so lass ihn doch trösten erstmal oder sowas. Ja, das gibt's auch. Wie, da will was hingehen und sagen, es ist alles gut. So. Aber da ist auch was einfach hier steht und weiß, das Ganze darf hier im Raum zirkulieren. Sein Erleben, mein Erleben, euer Erleben, ob ihr genervt seid oder mittrauert oder keine Ahnung, das darf alles hier stehen.
oder Angst habt vor der Heftigkeit der Emotionen. Ja? Das kann alles erlebt werden. Oder gelangweilt seid, weil es nicht euer Thema ist oder keine Ahnung. Es darf alles hier sein. Es darf alles stehen. Für sich erstmal. Und daraus ergibt sich dann das Fließen. Und das ist so spannend, das kann man feiner entdecken. Und vielleicht wieder ein bisschen abstrakt oder allgemeine Theorie, aber möglicherweise ja auch nützlich, was ich auch spannend fand, zu entdecken, mal so gerade über diese Strukturen, die besonders dazu neigen, sich die Schuld und die Verantwortung anzuziehen, wie da passiert irgendwas und, oh, das muss heißen, ich bin dafür zuständig. Ja. Wie das möglicherweise auch eine Abwehr insofern ist, als dass damit auch abgewehrt wird, hey, was, wenn ich nicht zuständig bin? Was, wenn ich nicht gemeint bin? Was, wenn sich das Ganze überhaupt nicht auf mich bezieht? Wenn ich gar nichts bedeute und nichts und niemand bin hier. So, ich und meine Wichtigkeit von, ich muss da helfen oder ich bin schuld, ich habe irgendwas ich muss gemacht. Eben mal kurz die Welt retten. Vielleicht hat es niemand bemerkt. Große Erleichterung. Ja, in Wahrheit ist es eine große Erleichterung. Ja, aus der Perspektive dieses getrennten kleinen Jemands, der so gerne so groß und wichtig sein will, um den sich die Welt dreht, ist das sein Ende. Und was für eine Freude, dieses Ende. Ich nicht in uns, also ich fand das echt gerade auch für mich nochmal dieses Thema Hilflosigkeit wirklich. Das ist überhaupt nicht, ich meine, ich rede mal nur von mir, in meiner Matrix gar nicht, das habe ich gar nicht gelernt eigentlich. Mit Hilflosigkeit. Und ich kann mir vorstellen, dass es viele andere Menschen gibt, denen es auch so geht. Im Gegenteil, wir lernen ganz schnell, sie abzuwehren. Ruhig zu sein, also innezuhalten. Das stimmt. Weil eigentlich dieser Impuls, etwas zu tun, etwas machen zu müssen, sozusagen, eigentlich. Wahrscheinlich viele Forscher, Sozialpädagogen, das dazu auch sagen können, aber das ist ganz, ganz stark. Ja. Ich habe das gerade so gemerkt, nochmal, wie schön das ist eigentlich, erstmal irgendwas da sein lassen zu können. Ja. Ja. Das habe ich persönlich gar nicht gelernt eigentlich. Ja, das ja nicht, klar. Sozusagen. Und das ist so, ich erlebe das immer wieder, auch in Bereichen, wo ich tatsächlich zuständig zu sein scheine. Ja? Wie selbst wenn ich in Einzelsitzungen Menschen begleite oder ganze Gruppen leite. Ja? Ja. Es tauchen immer wieder solche Momente auf, wo ich keine Ahnung habe. Oder wo ich im Angesicht dessen, was da auftaucht, eigentlich völlig hilflos bin. Und das ist so ein Schlüssel. Ja, mir zu erlauben, das einfach zuzulassen und anzuerkennen. Und dann kann es von da aus wirken und sich auf so wundersame Weise entfalten. Ich habe das Gefühl, es ist auch eine Wechselwirkung. Wenn man das selbst zulässt, hilflos zu sein, also ohne jetzt das ist die Einladung natürlich auch. Von Bewegungslosigkeit eher. So. Ja, das stimmt. Erstmal nichts, das ist das Gefühl, dass das eine unglaubliche Resonanz schafft. Auch ja, mit, das stimmt. Das ist dann die Einladung auch fürs Gegenüber, das auch zulassen zu dürfen. Eher als, um Gottes Willen, da müssen wir jetzt was tun. Ja. Und nochmal so ein bisschen aus weiter Perspektive ist es halt auch wirklich dieses Ich, was ich selbst helfen will, ja, sich selbst retten will, so. Und dann verpassen wir eigentlich, dass Hilfe da ist. Dass Hilfe eigentlich in dem liegt und sich selbst offenbaren kann, was da erlebt wird. Aber ohne, dass wir was tun müssen. Hilfe ist immer da auf eine Art. Auf irgendeine Art ist sie immer da. Da nochmal eine Zwischenfrage, weil bei mir ist das so ein Stück weit so, ich habe eher nicht das Gefühl von Hilflosigkeit, sondern ich bin dem nicht gewachsen. Ist das dasselbe? Ja, das ist eine Version dessen, würde ich sagen, das oder? Das ist das Kindliche, so, völlig überfordert damit. Ja. Und das ist eigentlich Hilflosigkeit. Ich würde sagen, das ist eine Geschmacksrichtung von Hilflosigkeit, oder? Ich nicht unterbrechen. Nee, Geschmacksrichtung ist eher, finde ich, ein guter Dialog. Ja. Okay, danke. Ja, ergänzt sich sehr gut gerade. Eine Fixierung, ein Thema. Aber ich glaube, das ist nicht nur viererspezifischer. Damit können wir wahrscheinlich alle was anfangen, oder? Auf die eine oder andere Weise. Ja, vielen Dank. Ja, danke auch. Ja.
Das hat sein. Um Shanti.